Seit letztem Sommer haben wir nun den Aircooler oder Luftkühler von Proklima im Einsatz. Wir sind soweit ganz zufrieden, allerdings gibt es technikbedingt Nachteile. Die würden wir gerne versuchen zu beseitigen oder zumindest zu minimieren. Funktionsweise: Aus dem Wassertank fördert eine kleine Pumpe das Wasser nach oben und lässt es über eine Öffnung in den Wabenfilter laufen. Dieser drängt sich nun nach und nach immer mehr mit Wasser. Davor sitzt ein Ventilator, der nun feuchte Luft aus diesem Wabenfilter ansaugt und über die vorderen Öffnungsschlitze in den Raum abgibt. Wasser verdunstet in die Raumluft, was die Luftfeuchtigkeit ansteigen lässt und die Luft kühlt. Das physikalische Prinzip der Verdunstungskühlung. Es ist kaum ein Kühleffekt im Raum gegeben, nur auf der Haut. Icepacks oder Eiswürfel funktionieren zwar, aber die Wirkung hält nur circa eine Dreiviertelstunde an. Die Luftfeuchtigkeit steigt, aber Luft kann nicht unbegrenzt Feuchtigkeit aufnehmen und somit nimmt der Effekt der Verdunstungskühlung bei steigender Luftfeuchtigkeit irgendwann ab. Auch die Raumgröße spielt eine entscheidende Rolle. Aus unserer Erfahrung funktioniert dies nur bei sehr kleinen Räumen von etwa 10 bis 12 Quadratmeter. Der nächste Nachteil ist die Geräuschkulisse. 65 Dezibel ist auf Dauer recht laut. Zu guter Letzt wird durch den Aircooler auch keine Wärme nach außen abtransportiert, wie es bei Klimageräten der Fall ist. Man müsste das Wasser weiter runterkühlen und dies sollte dann auch so bleiben, denn der 10 Liter Wassertank reicht für mindestens einen Tag. Kühleres Wasser gleich kühlere Luft. Bestenfalls so, dass in 30 Minuten das erreicht wird, was heute eine Stunde dauert. Warme Luft steigt bekanntlich nach oben. Hier sollte ein Lüfter diese über die Dachluke nach draußen abführen. Folgende Lösungsansätze. Erstens Pelletier-Wasserkühlung. Hier möchte ich mit einem Pelletier-Element den Wasserkreislauf kühlen, bestenfalls unter die Temperatur, die mittels Icepack erreicht wird. Die Pumpe im Aircooler ist bereits vorhanden. Zweitens, ein Ventilator soll die warme Luft über die Dachluke abführen. Kommen wir nun zu den Tests. Nur gut, dass wir zurzeit zwei baugleiche Geräte zum Testen und 1:1-Vergleich zur Verfügung haben. Zuerst das nicht modifizierte Gerät. Das Wasser wurde dabei mit Icepacks gekühlt. Im Vergleich dazu das mit Peltier modifizierte Gerät. Beim heutigen 2-Stunden-Test konnte die Wassertemperatur in dieser Zeit von 16,2 Grad auf etwa 7 Grad gesenkt werden. Das sind 9 Grad Differenz. Die Lufttemperatur am Austritt Aircooler gemessen veränderte sich im gleichen Zeitraum von 17 auf 12 Grad, also etwa 5 Grad. Das ist schon beachtlich. Es gibt weitere Ideen zur Verbesserung und für dieses Experiment. Wir bleiben am Ball und werden weiter berichten.